Willkommen zu Horizon Zero Dawn Remastered. In der letzten Folge haben wir ja die Quest die Rache einer Tochter abgeschlossen. Und heute werden wir die zwei Sägezähne erledigen und dann dieses Gefäß einsammeln und dann sehen wir weiter. Ich will aber den Läufer nicht verschrecken. Machen wir das so. Oder wenn die sich jetzt gleich kloppen, ne? Ja. Und? Guckt euch das? Ne, ne? Sehr gut. Die laufen also hier rum. Ja. Na toll, jetzt habe ich die Fallen umsonst aufgestellt. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Nummer eins. Nummer zwei. Waren die vorhin doch nicht umsonst. Ach, wir können die ja noch gar nicht mitnehmen. Wir haben die Fähigkeit noch gar nicht. Mist. So, und wo ist jetzt dieses komische Gefäß? Da hinten, okay. Oh, ein Langbein. Zwei. Waren wir wohl ein bisschen zu nah dran. Na? Jetzt.
So, und wie kommen wir jetzt da ran? Ich kann mich entspannen. Na, hast du dich verirrt? Ja, lassen wir mal lieber. Schön. So, hier soll das besser sein. Okay. Hochklettern. Ja. Absolut kein Platz dafür. Für was? Okay. Wo sind wir denn hier? Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Sollen wir hier überhaupt schon sein? Und wen gehen wir aus dem Weg? Hier ist doch niemand. Zurück. Oh. Das war ja hübsch, ne? Weiter. So, und wo war jetzt die? Jägerbedarf. Gehen wir mal hier hin.
Dann sammeln wir das Panorama ein. Kümmern uns dann um die verdorbene Zone. Genau. Hier ist die Jagdquest, okay. Hat man uns entdeckt? Nicht gut. Wer hat uns entdeckt? Du. Nehmen wir den auch mal mit. Dieses Mal nicht, Schätzchen. So. Natürlich schön, wenn wir noch Level abschaffen würden. Dann hätten wir nämlich bündigen Punkte für die nächste Fähigkeit. Sehr schön. Auf eine gute Jagd. Das hebe ich mir für später auf. Oh, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir machen erstmal die verdorbene Zone, ne? Noch ein Plünderer, 3. 4. Nur Plünderer. Okay. Ich muss dafür näher rankommen. Ja, warte, ich bin ja schon dabei. Wollt ja nur nicht. Das
Reise jetzt. Hast du mich schon entdeckt? Scheint so. Sehr gut. Haha. Man muss nicht immer reinrennen wie ein Irrer. Kleines bisschen Planung bringt's auch. Ich bin aber dafür, dass wir erstmal unseren Fähigkeitspunkt setzen. Das ist ein starker Schlag. 15% mehr Schaden, okay. Doppelschuss. Sehr interessant. Aber wir wollen ja unsere Fallen mitnehmen. Sparen wir Ressourcen. Sehr gut. Ah, ich habe was entdeckt. Willst du nicht? Jetzt. Da hinten haben wir noch was. Ich nehme mal mit. Dann ist das Panorama garantiert für dieses Gebäude hier. Ich denke es zumindest. Mist. Autsch! Ist hier unten noch irgendwas? Alte Trümmer. Sonst ist hier nichts. Können wir hier rein? Nö, wäre ja eh nichts drin. Okay. Der Schnee kommt sogar noch schneller als der Frost. Gut, dann gehen wir zum Panorama. Unterwiege. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das brauche ich später noch. Deswegen habe ich es ja mitgenommen. Hä? Ich denke mal, wir sind schon richtig. Ja. Wo müssen wir hinschauen? Wieso geht das Panorama nicht?
Shitstorm-Tour, Tag 2. Mein Vater war hier Gastdozent, hielt ein Militärgeschichtsseminar für Fortgeschrittene über die Ära der menschlichen Luftmacht. Er hätte genauso gut mittelalterliche Belagerungstechniken lehren können. Ich war 8, als er starb. Ich drück doch. Ja? Halt! Nee. Was habt ihr getrieben? Jetzt geht's. Apokashitsdorn-Tour, Tag 2. Mein Vater war hier Gastdozent, hielt ein Militärgeschichtsseminar für Fortgeschrittene über die Ära der menschlichen Luftmacht. Er hätte genauso gut mittelalterliche Belagerungstechniken lehren können. Ich war 8, als er starb. Hatte ich recht, ist das Gebäude. Ich dachte gerade, das funktioniert wieder nicht, weil wir hatten ja einmal. Da konnten wir es nicht aktivieren. Ich wollte schon rumschimpfen, aber zum Glück habe ich die Kamera immer gedreht. Ich habe ein Panorama gefunden. Ich muss die Nachrichten noch zusammensetzen. So, Aloy. Immer weg. Wo war jetzt der Jäger? Machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.